David Bowie mit immerhin auch schon 56 Jahren. Als der Brite am 3. November 2003 in der Max-Schmeling-Halle über die Bühne wirbelt, wissen die Berliner noch nicht, dass es ein Abschied für immer sein wird. Bowie ist nie wieder in Berlin aufgetreten. Vor seiner ehemaligen Wohnung in der Schöneberger Hauptstraße haben sich spontan Menschen versammelt. Sie trauern um den wohl bedeutendsten Rockstar, der jemals in Berlin gelebt hat. Das klingt immer so ein bisschen absurd bei jemandem, den man nicht persönlich kennt, aber es geht mir ungefähr so, also es fühlt sich so an, als wäre ein nahes Familienmitglied gestorben, weil es, glaube ich, niemand gibt, der mich popkulturell so geprägt hat. Für mich war David Bowie einer der bedeutendsten Künstler. Warum? Weil er außergewöhnlich war, er sich immer wieder neu erfunden hat und kein Album war wie das andere. Bowie und der bleierne Himmel über West-Berlin, der Stoff, aus dem viele Legenden entstanden sind, drei seiner besten Alben und sein vielleicht bekanntester Song Heroes. Aufgenommen in den Hansa-Studios an der Mauer, die Inspiration für das Albumcover von Heroes holt sich der Musiker beim expressionistischen Maler Erich Heckel. Im Brücke-Museum ist Bowie in seiner Berliner Ägide häufiger Gast. Die Liebe zum Expressionismus geht so weit, dass Bowie 1978 eine tragende Rolle in dem 20er-Jahre-Film Schöner Gigolo, armer Gigolo übernimmt. I have a fairly good knowledge of Berlin. Ich kenne das Berlin jener Jahre recht gut. Ich war Maler, expressionistischer Maler bin es noch. Ende der 70er Jahre verlässt Bowie West-Berlin und kommt aber immer wieder für Konzerte zurück. Er sucht dabei auch seine alte Schöneberger Heimat auf. I went back to see it on the last tour and I really got pangs of it really became a home for me, Berlin at that time. It was a good place to be. I enjoyed it because there seemed to be such a lot happening in Berlin at the time. But I don't know, is all that changed now? Vor drei Tagen erscheint Black Star, eines der kompromisslosesten Alben David Bowies. Es klingt, als habe der Musiker wie vor ihm Mozart sein eigenes Requiem komponiert. Something happened on the day.